Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce: Breath of Winter. Ja, nachdem wir in der letzten Aufnahmesession aus Versehen einen Fialdark, einen Prinzen der Finsternis, befreit haben. Die wurden übrigens in Order of Dawn schon erwähnt von Darius. Die sind schuld daran, in erster Linie schuld daran, dass alles hier so kaputt ist. Also, die haben sich die Konvokation ausgedacht. Am Schluss waren es halt die Zirkelmagier, die sie ausgelöst haben. Ja. Wir haben einen Fialdark befreit. Der Fialdark hat die Legion des Roten Imperiums auf uns gehetzt. Sehr seltsame Dunkelelfen, die Rot tragen. Und noch aggressiver und böser zu sein scheint als normale Dunkelelfen. Und ja, wegen diesen Dunkelelfen sind wir jetzt auf der Flucht und müssen. Genau, das Monument in der Orksiedlung in Besitz nehmen, damit wir die Orksiedlung als Fluchtbasis nutzen können. Ich decke hier aber noch einmal ein bisschen die Gegend auf. Wir wissen, wir haben hier ein Trolllager und hier unten irgendwo noch ein Trolllager. Die würde ich beide halt gerne noch vorher sehen können. Und ja, da haben wir ein Portal nach Schaldun. Also Schaldun, da kommt das Rote Imperium her. Von daher wird das Rote Imperium wahrscheinlich durch dieses Portal auch Truppen hierher schicken. Irgendwann. Noch scheint wir das ja nicht getriggert zu haben. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Holz. Wir haben hier auch ein bisschen Holz in der Nähe. So einen kleinen, hübsch angeordneten Holzhain. Ja, ein Jagdhaus, ein Nahrungslager. Was beides viel zu weit auseinander ist, ehrlich gesagt. Und ja, genau, hier oben ist die zweite Trollhorde. Wir haben für die Orks in Stufe 3 Runstein. Gut, das heißt, wir haben den Sumpf aufgedeckt jetzt mal wieder. Wir hätten sogar ein mittleres Haupthaus. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr alles über die Breath of Winter Kampagne, aber irgendwas war auch hier mit dem Sumpf. So, wir haben Erfahrungspunkte erhalten. Cutscene. Die Flüchtlinge kommen. Aeda wird sie zu einem brauchbaren Lagerplatz führen.
Warum ein Lagerplatz? Sie sollen gleich in die Berge weiterziehen. Es bleibt keine Zeit für eine Rast. Die meisten seiner Leute waren nie gut genährt. Und die letzten Tage haben es nicht besser gemacht. Sie sind völlig erschöpft. Du solltest den Flüchtlingen etwas von der Nahrung deiner Runenheere geben. Dann sind sie bald wieder marschbereit. Sie sollen sich nehmen, was sie brauchen. Allerdings muss ich erst einmal Nahrung auftreiben in diesem stinkenden Loch. Die Siedlung gehört uns. Schick deine Arbeiter zu den Häusern. Okay, da geht schon das große Draufhauen los. Linien müssen halten. Also ja, was sagt es? Sammelt Nahrung für die Flüchtlinge, die diese weiterziehen können. Die Flüchtlinge sind vor Kampf und Flucht geschwächt. Sie brauchen Nahrung, bevor sie mit dem Aufstieg in die Berge beginnen können. Sammelt Nahrung, bis die Flüchtlinge wieder stark genug sind und weiterziehen. Okay, die verdreschen gerade den da. Gut. Oh, und ich sollte die Seelenfels da oben mir einverleiben. Oh, da kommt schon der nächste Troll. Okay, die marschieren alle. Zum Glück sind die Trolle jetzt nicht so stark. Weil Lena hat uns ja mehr oder weniger verlassen gerade. Ja, Kolbenschnitzer ist noch nicht besetzt. Gut. Da besetze ich hier einfach mal auch das Nahrungslager. Und ja, ich dachte mir, dass sie sich hierhin verkrümeln. Ey, cool, ich kann sie sogar hier sehen. Wo ist Lena jetzt eigentlich hin? Da ist Ita. Keine Rast. Ja, ernsthaft, ich kann Lena nirgends sehen. Verbesserung ist fertiggestellt. Ich sehe sie auch nicht am Monument oder irgendwo.
da steht sie. Der da unten geht zum Glück Abwege. Da muss ich mir um den nicht so große Gedanken machen. Also ja, erstmal 10 Totems. Das sollte ausreichend sein. Um das obere Lager, also das Lager im Norden, wegzukriegen. So, dann hole ich mir auch gleich noch die restlichen Orks. Also Ork-Arbeiter. Ist was? Keine Rast. Was jetzt? Wo sonst? Schickt mal keine alles, Last. Was ich habe, darüber zu meinem neuen Nahrungslager. Das nenne ich mal interessant. Krieger zu mir! Zum Glück hat er nicht viel Schaden gemacht. Ich rieche Blut! Was jetzt? Dorthin also! So. Müssen wir Holz sammeln, dass wir uns die Jägerhütten leisten können? Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Das ist ein Hinterhalt. Tod den Feinden! Wir werden angegriffen. Mit dem Rundstein ist alles in Ordnung. Hier wird alles weggeprügelt. Okay. Was kostet eigentlich nochmal eine Jägerhütte? Ja, 50. Das können wir uns sehr gut leisten. Okay, dann fangen wir mal an mit Jägerhütten. Schon dabei! Schon dabei!
Na los. So, dann kommt wieder der Troll weg. Und ich glaube, wir können einmal oder zweimal vielleicht unsere Bevölkerung upgraden. Das Gebäude ist einsatzbereit. Ich weiß nicht mehr, in welchen Abständen die